Ja, klar. Ich hab's nochmal fürs Video gesagt. Ja, sag's nochmal. Wir können uns nicht mehr vertrauen, Leon, seitdem das Geld in unser Leben Einzug erhalten hat. Seitdem wir dick im Geschäft sind. Diffuses Album. Leons diffuses Album Review. Und wir gucken uns das jetzt mal an. Top Tracks hier sind Das W, wenn ich Sweet Smoker, Chase, Dizzy und Shizo, ein Teil von dir, inspiriert. Jemand, der hat immer großes C, kleines L, großes C, große 7, kleines Z, der ist, glaube ich, ganz gut. Ja, aber ich kann den Namen, ich weiß nicht, wie der Name sich ausspricht. CR7Z. CR7Z, okay, so ein bisschen R2D2-Style. So ein bisschen R2D2, ziemlich cool, wenn der neuen Star Wars will, kam er ziemlich gut rüber. Wo sehe ich jetzt, wo finde ich deine Review? Ah, hier, ganz oben, auf der Startseite, Review. Leewon sich hinter Glas verstecken. Diffus haben sie nicht dabei, oder was? Diffus steht nicht dabei, da merkt man schon wieder so, es gibt auf jeden Fall schon mal ein Problem. Ja. Also sich hiermit erstmal klarkommen. Sich hinter Glas zu verstecken schafft Distanz, aber keine Unsichtbarkeit. Die eigene Persönlichkeit bleibt unnahbar, aber nicht unerreichbar. Was immer Leewon mit seinem Albumtitel bezweckte. Die Metapher trifft das inhaltliche Spannungsfeld dieses Albums sehr präzise. Es ist ein Album der stilistischen Unangepasstheit, keine eingängigen Beats, yes! Keine singbaren Refrains, yes! Keine Songs mit Verkaufscharme, yes! Kein Track mit eingängiger Message oder yes! Gewolltem Single-Potenzial, yes! In Kürze, kein Mainstream, kein Mainstream, kein Mainstream, kein Mainstream. Oh, Leewon, ich habe das Gefühl, du wirst hier so zum Ritter geschlagen hier gerade. Keine Einfachheit, kein Anbietern an musikalische oder textliche Rap-Konventionen. Anders sein als Marken. Oh, es tut mir leid, ich kann hier zu schlecht drauf lesen, ey. Warte mal, ich muss mal. Lass mich lesen. Nö, jetzt will ich lesen, jetzt habe ich Spaß dran. Weißt du, so geht's um dich und trotzdem stehe ich irgendwie im Mittelpunkt. Mhm. Hast du mich schon durchschaut? Um die Fuß geht's auch ein bisschen. Oh, Verzeihung. Also für Message, ich habe gerade eine SMS von Stanman bekommen und der meinte, Rappers Inn hat meine das Album von mir und die Fuß kritisch reviewed und jetzt okay, sind wir gespannt, was für kritisch. Okay. Anders. Ach ja, und wegen Hooks, keine eingängigen Hooks. Hat überhaupt keine Hooks. Anders sein als Markenidentität vorgetragen auf 13 Songs im Spannungsfeld zwischen Selbstreflexion, politischem Zweifel und der Suche nach innerer Freiheit. Der erste Track, gemischte Gefühle zwischen politischer Resignation und persönlicher Aufbruchsstimmung, wenn hier schon alles zu spät ist und die Utopie für immer verloren, wieso kann ich sie denken? Zitat. Exactly one. Das ist so philosophisch wie politisch, persönlich wie gesellschaftlich gemeint und über das ganze Album wechseln sich diese Themen ab. Manche Tracks sind gleichzeitig persönlich und politisch, zum Beispiel Bruchstück mit Tapete über die Frage persönlicher Freiheit in der heutigen Gesellschaft. Tapete ist ohnehin einer der besten Rapper, die dieses Land. Warte. Ohnehin einer der besten Rapper in diesem Land und wir erwarten schon gespannt seine nächsten Veröffentlichungen. Um zu verstehen, was ich mit Tapete meine, poste ich hier mal ein Foto von ihm. Unter dem Foto steht, einer der schönsten, einer der begehrtesten Ehemänner im Ehemann. Einer der begehrtesten, Zitat Leewon aus Bruchstück, die Mauern wurden von uns gebaut mit unseren Händen, jetzt sind sie so hoch, es ist einfach sie gegen uns zu verwenden. Die Mauern sind so hoch wie unsere Götter. Ey, mach dich nicht lustig. Ey, das ist meine Hook. Selbst wenn sie fallen, werden sie uns noch zerschmettern. Oh Mann, es wird echt schwer. Komm weiter, Mann, da müssen wir durch. Okay. Persönliche Freiheit jenseits von jeder Einflussnahme zieht sich als einer der vielen Leitfäden in diesem thematischen Spannungsfeld auch durch weitere Songs. Auf Lückenfülle heißt es programmatisch. Okay, jetzt wird es wieder interessant.
Das innere Kind widmet sich der Spannung zwischen Erwachsensein und dem stets präsenten Drang nach kindlicher Freiheit jenseits von Kategorien und rationalen Schemata. Kritisch, tiefgehend und irgendwie zwischen kaltem Pessimismus und persönlichem Fingerzeig. Die Spannung löst sich nicht auf. Das Kind hat sich versteckt, aber es schwindet nie. Es ist ein Teil des Selbst und die eigene Persönlichkeitsfindung in der Abgrenzung zu anderen bleibt schwierig. Okay, jetzt kommt hier ein Zitat aus Racheprojektil. Ich habe anderen sehr lange sehr vieles vorgeworfen, bis ich merkte, selbst die, die ich liebte, waren so geworden. Am Ende stand ich ohne Worte da. Es war klar, entweder ist meine Welt verloren oder ich brauche neue Ordnung. Wenn sich hinter Glas verstecken seine wenigen zugänglichen Momente hat, dann auf den persönlichen und privaten Tracks wie Neben, Schätze, Ventil oder Wir in allem. Die Texte sind hier genauso authentisch, aber inhaltlich zugänglicher. Gerade die Kombination von sehr persönlichen Texten und poetischer Sprache ist durchweg gelungen. Auf einem der schönsten Tracks heißt es: Yes! Meine liebsten Menschen sind Schätze. Ich schaue das. Oh Mann. Meine liebsten Menschen, sie sind Schätze. Ich schaue, dass ich sie schätze. Mein Kind leuchten, spüren, genau das ist das Beste. Mein Selbstmitleid ist ein Ventil, um mich zu spüren. Eine Klinge, warmes Blut fließt über mir, nicht erfrieren. Neben dem sprachverliebten Zeichen ist Wir in allem der poetischste Song des Albums. Einst war also in Wir und allem, da geht's um Sex und One-Night-Stands. Okay. Der poetische Song vom Album. War ich ein weißes Blatt, doch jetzt voll mit all dem, was mich gezeichnet hat. Das klingt so, als den Abdrücken jedes Fußes, der mich getreten und jede Hand, die mich gestreichelt hat, heißt es da ohne Kitsch. Ohne Kitsch. Am Ende des Albums steht dann wieder die Frage nach der absoluten Freiheit, der eigenen Entscheidung über sein und nicht sein oder nicht sein. Die absolute Freiheit, ja. Und jetzt tu das, was du willst, denn ich bin nicht da, um zu richten. Ich kann nur berichten, wo ich war, was ich sah und was ich mag. Und wenn du es tun musst, dann spring. Wenn es dir hilft, dann sing. Wenn du es tun musst, dann schrei und sei frei. Was nach so viel tiefgründiger Nabelschau politischer Anteilnahme und schwieriger Selbstfindung bleibt, ist erstaunlich wenig. Die Beats von Diffus sind atmosphärisch passend, ohne sich dabei wirklich hervorzuheben und prägnant in Erinnerung zu bleiben. Die Texte sind vieldeutig, ohne den Hörer mitzunehmen und ihm Identifikation zu erlauben. Alles wirkt abgeschirmt durch inhaltliche Verkopftheit, sprachliche Sperrigkeit und der sehr persönlichen Note. Ohne deren Kenntnis die Interpretation der meisten Texte vieldeutig bleibt oder gar nicht erst gelingt. Das ist eine logische Folge künstlerischer Konsequenz, aber der Spaß und die Einfachheit leiden darunter, wenn diese Balance zu stark in Richtung stilistischer Eigenheit ausbricht. Mehr erzählen und dadurch mehr erreichen wäre hier die Devise gewesen, musikalisch wie inhaltlich. Zitat: Ich zählte die Wörter und am Ende sagten sie mir, sie wären nicht genug für das, was ich eigentlich sagen will, rappt Blank auf. Ich zählte und wurde traurig. Besser kann man es nicht zusammenfassen. Okay. Hi, Blank hat mich auf meinem eigenen Album gedisst. Hat mir jetzt Rappers in bestätigt, oder? Blank, ich find's halt nicht geil von dir. Was? Sag noch auf die Bewertung. 3 von 6 Mics. Scheiße, können wir nicht veröffentlichen, das Video.